Hallo Welt. Da sind wir wieder auf der Suche nach der Traumreise. Aber wir haben es hier mit üblen Gegnern zu tun und wir haben über 40 Dwemer. Nein, Dwemer-Pfeile nicht. Ebenerz auch nicht. Eisen auch nicht. Elfenpfeile, ja, die haben wir alle verschossen, aber wo sind denn unsere Dedra-Pfeile? Die bekommen wir nicht wieder. Ja, die haben wir nämlich verschossen, die hätte ich ganz gerne wieder. Kriegen wir aber nicht, denkst du. Oh Mann. Das ist hier aber mühselig. Und den haben wir nicht einmal getroffen angeblich. Und er hat alle Pfeile abgebrochen und die sind kaputt. Diese Bibliothek war einst mit arkanen Werken gefüllt. Ja, ja, erzähl ruhig. Ich höre dir zu. Zieh euch jetzt an. Fast alles ist verbrannt. Ich hoffe, das Buch, das wir brauchen, ist unbeschädigt. Ich soll auf den Balkonen gucken, aber du guckst doch... Achso, ich soll hier oben gucken. Ist das der Balkon? Hey, Dedrischer Pfeil 39. Ja, dann haben wir ja gar nicht so viele verschossen. Wo haben wir den jetzt überhaupt hergehabt gerade? Das müsste eigentlich hier schon gefüllt sein. Bis zu der Kante hier. Mit unseren Pfeilen. Mädchen, was? Mönchstiefel. Verbrannte Bücher, verbrannte Bücher. Die Traumreise, verbrannte Bücher. Verbrannte Bücher, verbrannte Bücher. Hier ist nichts. Ich sollte auf den Balkon gucken. Hätte er mal lieber geguckt. Unten sind voll die interessanten Sachen. Ich gehe jetzt auch nach unten. Irgendwo muss die Traumreise sein. Ah, das Firmament. Moment, das können wir lesen. Das nehmen wir mit. Das Firmament von Falke. Wir werden von unseren Reisen so viele Bücher mitbringen. Hey, sind die was wert? Die sind gar nichts wert. Die haben einfach nur Gewicht. Verbrannte Bücher, sonst nichts. Na, also schön. Also hätten wir die Orks nicht hier raufgelockt, dann hätten wir es gar nicht geschafft, gegen die anzukommen. Da sind zwei dedrische Pfeile. Die Dolche könnten wir ja eigentlich gut verkaufen, aber wer weiß, wann wir wieder zu einem Händler kommen. Also, wir nehmen die 16 Akkorde des Wahnsinns. Band 6 mit. 16 Akkorde des Wahnsinns, Band 6. Verfasser ist unbekannt. Biografie von Barensia, Band 2. Biografie der Königin Barensia, Band 2. Von Stern Gambog, kaiserlicher Schreiber. Ich glaube, Band 2 hatten wir noch nicht. Aber wer weiß das schon so genau? Ich weiß es, ich weiß es. Ich habe da eine Tabelle. In der steht alles drin, was wir jemals gelesen haben. Hoffe ich doch. Also selbst angefertigt von den Büchern, die wir tatsächlich gelesen haben. Das Buch der Dedra. Aber man kann sich auch daran erinnern. Das Buch der Dedra. Verfasser unbekannt. Aber nach so langer Zeit, ich weiß nicht, und so viele Bücher, wie es hier gibt, aber normalerweise ja, wenn... Ich weiß ja, was ich gelesen habe, oder? Na, manchmal nicht. Man weiß ja manchmal nicht mal mehr, welchen Film man geguckt hat. Oder welche Serie. Na, Serie, das geht, glaube ich, noch. Noch, das schafft unser Gehirn gerade noch so abzuspeichern.
Du sollst suchen und nicht nur dir den Hirschschädel anschauen. Ja, meine Tochter. Wie kann ich euch helfen? Nur verbrannte Bücher, Trollschädel. Oh, den nehmen wir mal mit. Nö. Du brauchst uns nicht zu helfen. Die Kerze ist aus. Das ist ein Bug. So etwas wie Bugs gibt's gar nicht. So, ich gehe jetzt erstmal die Zutaten holen. Wer weiß, ob wir je wieder hier rauskommen. Genau. Außerdem glaube ich, wir werden die Zutaten irgendwann benötigen für irgendetwas. So, viel Wein. Da können wir einen Weinhandel mit aufmachen. Ja, was soll in den Kopf schon drin sein? Hey, was habt ihr hier gemacht? Will ich das wirklich wissen? Nein, 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 nein. Noch nicht, noch nicht. Erstmal noch einsammeln weiter. Oh, naja. Es sind viele Magier gewesen hier, Alchemisten. Die haben so viel Wein getrunken. Ja, da hat man die besten Ideen. Ich hoffe, du bist hinüber. Nicht, dass du gleich aufstehst. Boah, noch mehr Wein. Und nochmal das Buch der Dedra. Ja, wir sammeln Bücher. Bücher können wir einfach nicht liegen lassen. Alle Zutaten, die man braucht, findet man hier. Das ist aber schön. Alles. Egal, was man brauen will, hier hat man alles. Die haben alles. So, hier geht's wieder raus. Scheinbar. So, wir haben alles und du bist ja immer noch nicht fertig da oben. Wir haben schon alles hier eingesammelt. Ach, ich sehe schon, das bleibt an uns hängen. Das gibt's doch oben, das Buch, oder?
oder hier. Keine Falle dran. Oh nein! Moment, das war kein H-Klammer, das war ein Dietrich. Okay. Oh nein! Eine große Perle. Robe der Illusion. Illusionszauber kosten 15% weniger Magicka. Magicka regeneriert sich 50% schneller. Aber was für ein Wert das Ding hat. Bei nur einem Pfund. Ja, aber ein Pfund ist ein Pfund. Das werden wir nie wieder los. Zu spät. Zu spät. Wir nehmen es mit. Habt ihr noch so ein Geheimversteck hier irgendwo für uns? Müssen wir ein verbranntes Buch vielleicht verbrennen, um das Buch zu finden? Ah, das hätten wir doch beinahe übersehen. Pfeifolken 2. Pfeifolken Band 2 von Walking Yard. Und ich glaube, auch das hatten wir schon. So mache ich das jetzt auch. Ich gehe da rauf und gucke einfach irgendetwas an und bewege mich nicht von der Stelle. Vielleicht muss er die Kleidung wechseln. Vielleicht hat er sich in die... Und jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Okay, nochmal ganz in Ruhe. Wir haben aber überall geguckt, hier war doch nichts. Immer mit der Ruhe, vielleicht in der Asche hier. Da, ein verbranntes Buch, das ist es nicht. Na, vielleicht ist es irgendwo hintergefallen. Traumreise. Das war vorher schon da. Oder das... Hast du das da hingelegt? Ich nehme das jetzt mit. Die Traumreise. Die geheimnisvollen Alchemisten von Vermina. Seit mehr als 1000 Jahren sind Verminas Priester Meister der Alchemie. Die Komplexität und Kraft ihrer Mixturen ist geradezu legendär. Diese alchemistischen Schätze sind dermaßen begehrt, dass ein einzelner Wundertrunk auf dem Schwarzmarkt mehrere 10.000 Septime wert ist. Von den zahlreichen Tränken, die bislang aufgetaucht sind, ist Verminas Torpor vielleicht der beeindruckendste. Ein einziges Schlückchen dieses zähflüssigen Elixiers versetzt den Trinkenden in einen Zustand, der die Traumreise genannt wird. Dieser Zustand erlaubt es, die Träume anderer so zu erleben, als sei man wirklich dort. Der Betroffene wird zu einem integralen Bestandteil des Traums und er benimmt sich, als gehöre er dazu. Alle anderen Wesen in diesem Traumzustand halten den Betroffenen für den Träumer. Sogar seine Eigenheiten, Sprachmuster und Kenntnisse erweitern sich entsprechend. Für einen Außenstehenden scheint der Trinkende zu verschwinden. Legt er Entfernungen im Traum zurück, tut er dasselbe auch in Wirklichkeit. Wenn der Effekt des Torpors endet, gleitet der Betroffene an genau jenem Ort, der innerhalb der Traumreise angestrebt wurde, wieder zurück in die Wirklichkeit. Manche Traumreisen
haben ihre Reisenden nur ein paar Fuß weit befördert, andere innerhalb weniger Minuten über mehrere tausend Meilen. Es muss erwähnt werden, dass Traumreisen gefährlich und voller Tücken sind. In manchen Träumen werden die Reisenden mit lebensgefährlichen Ereignissen wie Krankheiten, Gewalt und sogar Tod konfrontiert. In den meisten Fällen kommt der Reisende ohne Schaden zu nehmen wieder in unsere Welt zurück, aber manche kehrten nie wieder und gelten daher als verschollen oder kehrten tot zurück. Es ist auch möglich, dass der Reisende an einem gefährlichen Ort wieder erscheint, welcher innerhalb der Traumreise sicher wirkte. Verminas Topor ist so geheimnisvoll und trügerisch wie die Priester, die es erschufen. Es ist nicht bekannt, ob der einzigartige Beförderungsmechanismus ein Ergebnis des Torpors oder Verminas seltsamer Machenschaften ist, aber die Möglichkeiten, die die Traumreise bietet, um scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überqueren, wiegt schwerer als seine geheimnisvolle Natur. Das nehmen wir mit. Abgeschlossen, finde die Traumreise. Das war einfach. Sprich mit Erandur. Hier war doch eine Treppe. Da ist sie. Hey, Erandur. Hallo. Ich habe es gefunden. Lasst mich einen Blick darauf werfen. Oh, hoppla. Mara sei gepriesen. Es gibt einen Weg durch die Barriere ins Allerheiligste. Dazu gehört ein Rezept für eine Flüssigkeit, die als Verminas Torpor bekannt ist. Ist das eine Art Zaubertrank? Ja. Der Torpor verleiht eine Fähigkeit, die die Priester von Vermina Traumreise genannt haben. Man benutzt Träume, um in der realen Welt Entfernungen zu überwinden. Ach, das ist doch unmöglich. Hey, das ist ja fantastisch. Fantastisch. Ja, sehr erstaunlich. Alchemie und der Segen einer göttlichen in eine trinkbare Flüssigkeit destilliert. Ich habe so eine Reise leider noch nie selbst erlebt. Ja, also bin ich euer Versuchskaninchen? Als Priester von Mara hat der Trank keine Wirkung auf mich. Der Torpor funktioniert nur bei Priestern von Vermina oder Ungläubigen. Oh, naja, das hört sich gefährlich an. Also, wie könnt ihr euch da sicher sein? Vergesst es, das könnte mich töten. Wisst ihr, wo ich den Torpor finden kann? Also, wie könnt ihr euch da... Nein, ja, ich glaube, wir können das unten auch noch antworten später. Also, ich finde, das hört sich gefährlich an. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Ich will ehrlich sein, es gibt Risiken. Das letzte Mal, dass jemand den Torpor getrunken hat, könnte Jahrzehnte her gewesen sein. Aber ich schwöre bei Lady Mara, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um jeglichen Schaden von euch abzuwenden. Ach, Schaden. Quatsch, her mit dem Zeug. Auf Ex. Wisst ihr, wo ich den Torpor finden kann? Ich glaube, es gibt ein Labor im Ostflügel. Dort müssten wir eine Probe finden. Hey, eine Frage noch. Wie fühlt sich die Traumreise an? Ihr erlebt die Erinnerungen eines anderen. Doch mit euren Augen und mit eurem Körper. Umstehende werden euch ganz normal wahrnehmen, doch die Worte, die ihr aussprecht, könnten möglicherweise nicht eure eigenen sein. Aufgrund all dieser seltsamen Prinzipien herrscht große Uneinigkeit darüber, ob es sich wirklich um einen Traum oder nur um Verminas Machenschaften handelt. Aber wie wache ich dann zur richtigen Zeit wieder auf? Ich werde in eurem Schlummer über euch wachen, um eure Sicherheit zu gewährleisten. Wenn ich sehe, dass etwas nicht stimmt, hole ich euch mit meinen Fähigkeiten zurück.
Ansonsten weiß ich nicht genau, wann eure Traumreise enden wird. Vielleicht, wenn Verminas Neugier gestillt ist. Jetzt, da sie erledigt sind, müssen wir den Torpor finden. Oh, ich habe es eigentlich schon gefunden. Gut gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob ihr überhaupt wisst, wonach ihr suchen sollt. Ha, ich und nichts ich wissen. Ich bin erleichtert, dass ihr eine unbeschädigte Flasche gefunden habt. Hier sieht es aus, als wären Orks auf Plündertour gewesen. Bis hierhin habe ich uns gebracht. Aber den Rest des Weges müsst ihr uns führen. Trinkt. Jetzt? Hier? In der nächsten Folge. Ich hoffe, wir haben noch etwas Zeit, um uns Gegenmittel oder was brauen zu können, oder? Wenn nicht, werden wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge erst sehen, wie das mit der Traumreise weitergeht, denn diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.